So, hallo zusammen, mein Name ist Jens Petersen. Ich begrüße Sie heute zu dem Webinar von X-Rite. Hoffe, Sie haben einen schönen Tag gehabt und möchte Ihnen heute meine Fotostrecke 92,4 vorstellen. Natürlich nicht nur ansehen, sondern dass Sie dann auch wirklich sehen, wie sie entstanden ist. Ich werde Ihnen dazu Informationen geben und Sie werden Making-of-Fotos sehen und am Ende werde ich Ihnen natürlich auch zeigen, wie die Bilder nachvollziehbar auch bearbeitet worden sind. Also das können Sie ohne Problem später selber machen. Ja. Hier sieht man schon, dass wir unterschiedliche Location haben. Das heißt einmal Indoor, einmal Outdoor, einmal Mischlicht. Entstanden ist die ganze Fotostrecke in einem, sagen wir mal, Kieswerk in Hamburg. So ganz richtig ist es nicht, denn da wird eigentlich nur Kies so angefahren von den Schiffen und dann letztendlich auf LKWs geladen. Sieht etwas heruntergekommen aus, aber ist es nicht. Aber genau sowas macht natürlich bei so einer Strecke ja auch den Reiz aus. Ne? Also solche Locations sucht man und man mag ja manchmal gar nicht glauben, dass man genau solche Locations mitten in einer Großstadt noch finden kann, so wie jetzt hier in Hamburg. Das ist nicht wirklich unweit der City oder der Hafen City. Ja. Hier sieht man also wirklich auf der linken Seite, das ist so ein Mischlicht, das sind wir außen und innen und müssen da also dementsprechend variieren. Auf der rechten Seite sind wir außen. Wie das Ganze funktioniert und was man machen kann, was man berücksichtigen muss, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, hier sieht man das schon, so ein kleines Making-of von dem ersten Foto. Eingesetzt wurden hier nur zwei Lichtquellen, denn eine haben wir ständig zur Verfügung. Was man bei so einer Fotostrecke letztendlich beachten muss, ist, dass man nicht einfach anfängt zu fotografieren. Ja? Also erstmal steht natürlich vor allem das Finden der der Location im Vordergrund. Hier habe ich einen sehr guten Assistent, der einfach ein gutes Händchen auch dafür hat. So, und das Zweite ist natürlich, man kommt da nicht an und fängt an zu fotografieren, sondern setzt sich erst einmal komplett mit der Location auseinander. Denn man ist ja nicht nur eine Stunde dort, sondern unter Umständen, wenn es eine Fotostrecke ist, einen ganzen Tag, vielleicht sogar bis in den Abend hinein. Und wenn man dann innen und außen oder dieses Mischlicht, wo wir nachher noch zu kommen, hat, dann muss man natürlich ganz genau wissen, in welche Richtung man arbeitet, welche Location in der Location benutzt man als erstes, wie kann man rumwandern, was kann man nutzen, sind Schatten hier in diesem Fall sinnvoll oder sind sie schlichtweg störend und man hat dann wieder eine Location verloren. Da muss man sich natürlich wirklich sehr, sehr viele Gedanken machen und unter Umständen vielleicht, und das finde ich immer gut, wenn man sich dann nochmal Probeaufnahmen macht. Das muss ja nicht mit dem Model sein, sondern man nimmt einfach das mal so auf, wie man es vielleicht fotografieren, was interessant ist, setzt sich zu Hause dann nochmal hin, macht sich darüber Gedanken, was ja ohnehin sehr wichtig ist, aber das komme ich gleich nochmal zu. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man on location fotografiert, denn man ist ohnehin in der Regel. In der Regel ist man on location immer sehr vielen Sachen ausgesetzt, die man vorher nicht geplant hat. Und dann ist es natürlich umso wertvoller, wenn man viele Sachen schon im Vorfeld ausgeschlossen hat. Hierzu gehört unter anderem auch die Modelauswahl. Denn wenn Sie so einen langen Tag vor sich haben und ein Model, ja, ich sage jetzt mal, etwas bescheidener agiert, dann wird es schwierig. Ja, weil sie wirklich nicht viel Zeit haben, die Sonne läuft ihnen immer weg, das Licht läuft ihnen weg. Ja, und da müssen sie wirklich ein Model haben, das sozusagen durchs Bild kommt. Also ich habe hier als Model die Dirk Westermann gehabt. Also man denkt das immer nicht, man begegnet ein ganz tolles Model, so ganz ruhig auf ihre Art, hat aber so eine Art, ich sage jetzt mal, Anschalter. So, das heißt also, wenn man dann sagt, es geht jetzt los, dann post die so, wie man es will, man braucht nur geringe Gesten machen, ja, unter Umständen sogar gar keine. Und das macht natürlich die Sache eines Fotografen deutlich einfacher. Danke dann nochmal an Dirk Westermann. Ja, was kam hier zum Tragen?
Ich habe hier eine Lichtwanne, einen Lichtformer gewählt als Hauptlicht. Ich habe hier also auch besonders darauf gehört, dass ich ein weiches Licht bekomme. Und in diesem Fall ist es eine Lichtwanne, die innen fokussiert ist. Das heißt, der Blitz, das Licht geht nicht direkt nach außen, ja, sondern schießt praktisch erstmal in den Schirm rein und transportiert es dann nach außen. Das hat den Vorteil, dass es einfach viel, viel schöneres, weicheres Licht auch ist. Es formt eigentlich auch das Motiv deutlich besser, wie man vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Making-of nachher noch sehen wird. Hier ist es jetzt nicht ganz so deutlich, aber man kann das schon sehen. Ich habe jetzt so darauf geachtet, dass ich das Licht sehr weit von oben setze, aber nicht zu weit. Wir kennen das alle, Nasenschatten etc. Aber bei diesen Lichtformen wird das doch sehr, sehr reduziert. Ja. Als Sekundärlicht, das sehen Sie dort im Hintergrund, habe ich in diesem Fall die Wand ein wenig angeschossen. Das hat einfach den Grund, weil natürlich im Metallbereich, das kennen Sie, ein Stück weit absaufen. Hier haben wir natürlich noch relativ viel Licht, aber trotz alledem verliert ein Foto sehr, sehr schnell an Tiefe, wenn man da nicht gegensteuert. Und daher ist dieses Licht praktisch an die Wand gesetzt worden. Das sehen Sie dann nochmal hier. Ich zeige Ihnen das gerne. Hier sehen Sie das Endergebnis. Ja, also da ist zwar noch nicht die ich sage jetzt mal, Doppelbelichtung via Bildbearbeitung eingefügt, so, aber man kann sehr deutlich sehen in dem Mauerwerk hinten, dass es doch hervorgehoben wird, das Hellere. Ja. Und dadurch bekomme ich natürlich auch ein Stück weit mehr Leben in das Bild und auch mehr Tiefe. Ja. Also man muss immer ein Stück darauf achten, dass ein Bild auch lebt. Ja. So, es kann nicht sein, dass man nur das Motiv als solches sieht. Ja. Also ein Bild muss richtig arrangiert werden. Also ich achte mir sehr darauf, ich liebe das auch, im goldenen Schnitt so ein Stück weit zu arbeiten. Ja. Wenn Sie aber so on-location arbeiten, dann haben Sie natürlich oftmals ganz tolle Hintergründe. Man möchte die natürlich auch einfügen in das Bild. Und das soll es ja auch. Ja. Aber man läuft natürlich auch immer ein Stück weit Gefahr, dass das eigentliche Hauptmotiv nicht mehr das Hauptmotiv ist, sondern einfach schlichtweg der Hintergrund, weil er vielleicht zu interessant ist oder weil er einfach zu dominant ist, in Szene gesetzt worden ist. Also es muss eigentlich immer so sein, wenn man ein Bild arrangiert, dass wenn ein tolles Motiv vorhanden ist, oder wenn man jetzt mal als Beispiel könnte man jetzt mal die Schaufel dort nehmen, man sieht hin, aber der Fokus muss immer, also das Betrachter, es muss immer wieder auf das eigentliche Motiv geführt werden, in diesem Fall auf das Model. Man schaut zwar rein in das Bild und dann wandert man wieder zurück. Darauf muss man darauf achten, wenn man so ein Foto gestaltet. Ich muss hier nochmal zurückgehen. Ja, man sieht hier den Color Checker Passport. Ich werde da nachher näher nochmal drauf eingehen. Ich muss das aber nochmal sagen. Zu jedem Foto, das dort entstanden ist, ist auch ein Referenzfoto entstanden. Warum das so ist, erkläre ich ein wenig später. Ja, hier sind wir dann ein wenig weitergewandert. Man sieht halt auch die großen Schatten schon hier, die uns da entgegenschlagen. Einfach ein tolles Motiv, ne? Natürlich auch sehr dominant auf der einen Seite, so ein Kran, so ein alter Schienenkran, auch hier das Licht wieder von weiter oben geführt, finde ich sehr spannend und habe dann nochmal sozusagen ein Stativ, also das Sekundärlicht, praktisch so hinter den Kran geschmissen, wenn man so will, das hat den Grund auch hier absaufen, uninteressant, Struktur reinbringen, Tiefe, das Bild einfach interessanter gestalten. Und hier sieht man das auch ganz deutlich, hinten die Mauer, ja, diese angeschlagene Mauer, wird angeblitzt und bekommt dadurch Struktur und Tiefe und es verliert sich nicht so. Es ist nicht so fade. Und auch hier natürlich wieder
den Fokus auf das Model. Hier war die Situation deutlich schwieriger, weil wir wirklich ein sehr, sehr gemischten, ja, also eine gemischte Location hatten, also auch vom Licht her. Wir waren eigentlich im vorderen Bereich im Schatten, aber bei vollem Tageslicht, wenn man so will. Dann hatten wir den mittleren Bereich sozusagen indoor und dann mit der Öffnung des durchschlagenden Abendlichtes. Ja, man sieht das ja auch sehr deutlich an der Wand, wie die Sonne sich da so lang führt. Das ist natürlich sehr interessant und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn man die Zeit hat und sie nutzen kann, dann wird man natürlich auf sowas auch schnell aufmerksam und sieht, Mensch, das kann ich ja nutzen. Ja. Also die Sonne ist ja wie so ein Strahl, der ins Bild führt. Ne? Also so diagonal, wie wir es gewohnt sind, so als Mitteleuropäer, von links nach rechts, so lesen wir ja auch, ja. So, und so wird man praktisch dann auch ein Stück weit ins Bild geführt. Das ist also auch immer sehr wichtig, sage ich mal, weil wir uns, wenn wir das wenn wir sowas betrachten, dann fühlen wir uns als Nordeuropäer, also alle Leute, die gerade von links nach rechts lesen, deutlich wohler. Das können Sie auch selber mal ausprobieren, wenn Sie irgendwie ein Bild haben mit Schienen oder einen Steg. Und dieses so fotografieren von links nach rechts, dann werden Sie selbst merken, dass Sie sich wohlfühlen. Auch jeder Betrachter fühlt sich dann wohl, weil man wirklich so reingeführt wird. Und wenn Sie das nicht glauben, dann spiegeln Sie einfach mal das Bild, sodass der Steg von rechts nach links kommt. Und Sie werden merken, es ist ungewohnt fürs Auge. Und es wird dann auch nicht wirklich spannend, sondern ich behaupte jetzt einfach mal eher unruhig. Ja. Zu der Location kann ich jetzt sagen, auch hier haben wir ein wirkliches Problem. Also das Hauptlicht, das spielte eine untergeordnete Rolle, weil es eigentlich immer mehr oder weniger perfekt ist. Bei sowas ist es einfach schwierig, alles mitzunehmen. Also wir haben natürlich hinten die Wand, extremstes Gegenlicht, ja, also diese Öffnung. Und wir haben im oberen Bereich diese Decke, dieses Mechanische. So, und wir wollen natürlich, wenn wir so ein Bild gestalten, kein schwarzes Loch schaffen. Und deswegen ist es hier dann ganz wichtig, dass man das Licht dann vielleicht nochmal nach oben setzt. Es ist ohnehin immer sehr spannend, Akzente zu setzen, die nicht unmittelbar vielleicht mit dem Model zu tun haben, sondern einfach mit der Location. Und da kann man auch sehr spielerisch sein, da kann man auch einfach mal Schatten produzieren mit Absicht. Ja. Also wenn man die Zeit hat, sollte man das wirklich immer mal ausprobieren. Was ist dort möglich, was kann ich nutzen? Kann ich vielleicht sogar vor dem Blitz was davor stellen, damit der Schatten entsteht? Ja. Also ich kenne da einen erstklassigen Fotografen, einen Weltstar sozusagen, habe ich mal eine Reportage gesehen von dem und der hat praktisch vor seinem Blitz immer irgendwelche Leitern gehalten, damit er irgendwelche Schatten seinen Künstlern produziert hat. Ja, war ganz toll mal anzusehen und der spielt letztendlich genauso mit dem Licht und versucht neue Akzente zu setzen, um das Bild einfach auch spannender zu machen. Ja, es ist nicht so, dass man alles einfach nur so abarbeiten muss. Ja? Also Fotografie lebt einfach von der Kreativität. Dazu gehört natürlich auch immer die Bildsprache. Man sieht immer viele Fotos, die so auf Augenhöhe entstanden sind. Da möchte ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber abschließend erstmal zu diesem Bild. Hier sieht man sehr deutlich, wie die Sonne praktisch in das Bild reinführt, so diagonal von unten. Nach oben so leicht, ja, man geht da rein, wird dann nach oben geführt mit dem Auge. Hier, und hier ist dann eben auch das ganz wichtig, dass die Decke angeblitzt worden ist, weil das wäre jetzt dunkel. Man würde jetzt so nicht rumwandern, man würde auch nicht wieder auf das Hauptmotiv kommen. Nicht? Als erstes schaut man das Model an, dann geht man rum und dann verschwindet man in der Dunkelheit.
Nein, es ist also wirklich wichtig, dass man ein Bild gerade on Location, ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit geschmeidig gestaltet mit dem Licht. Gut, von der Perspektive, Sie haben das eben gesehen, ich gehe nochmal zurück, muss man sich natürlich auch ganz genau überlegen, was kann man daraus machen. Man ist ja on Location nie so frei wie in einem Studio. Ja, im Studio können Sie Ihre Blitzanlage so aufbauen, wie Sie wollen, links, rechts, oben, unten, keine Ahnung. Hier haben Sie oftmals On-Location Probleme mit. Ja. Also der Platz reicht nicht aus oder der Untergrund ist einfach zu weich, alles kippt um. Die Softbox ist zu groß. Man muss sich da wirklich immer sehr, sehr viele Gedanken machen. Ja. Ich habe jetzt hier einen Assistenten, der mir hier hilft. Das war da in dieser, durch diese Öffnung einfach, da war es auch ein Stück weit sehr, sehr windig. Und nicht so wenig, dass man jetzt sagen muss, oh Gott, aber zumindest so wenig, dass man Angst haben muss, dass die Software jetzt umfällt. Ja. Da sollte man ein Stück weit auch immer gut vorbereitet sein. Ich neige dazu, oder ich habe immer dabei vier kleine Seile, die habe ich mir mal so im Campingbedarf besorgt. Und dazu passende Heringe. Die mache ich am Stativ fest, dann kann der Assistent sich um andere Sachen kümmern unter Umständen. Und die schlage ich dann in den Boden und dann kann der Wind kommen, wie er will. Die Softbox bleibt stehen und ich kann dann in Ruhe fotografieren und arbeiten, ohne dass ich mir jedes Mal Gedanken muss, dass ich da ein kleines Vermögen zerstöre. Das ist dann ja auch sehr, sehr beruhigend. Ja, und dann geht man natürlich ja, wirklich nochmal ins Bild rein und dann schaut man, wie kann man das gestalten. So, ich persönlich liebe es sehr, einen Tick, aber wirklich auch nur einen Tick, weiter von unten zu fotografieren. Damit meine ich nicht, dass ich mich damit in den Dreck reinschmeiße oder so. Wenn Sie zu weit von unten fotografieren, haben Sie auch ein Problem. Ne? Also insbesondere dann, wenn Sie dann noch womöglich eine kleine Brennweite benutzen, dann kriegen Sie Füße so groß wie ein Smart bei dem Model und die Beine sind natürlich ellenlang, aber der ganze Körper wird natürlich auch ein Stück weit verzerrt. Mag ja für den ersten Moment ganz spannend und interessant sein. Und ich denke, man kann das auch immer mal machen. Aber man muss sich dann das schon vorher Gedanken machen, wie so ein Bild dann auszusehen hat. Ich sage, einen Tick weit von unten finde ich immer sehr nett. Man kann auch mal von oben fotografieren, aber es gibt ja so, dann so eine Verbindung zu von oben. Ne? Von oben herab hat meistens auch den Touch, dass es irgendwie herabhindernd wirkt oder so. Ja. Muss man einfach ausprobieren. Ich kann dazu sagen, dass ich ganz, ganz selten überhaupt mal irgendwas ein Model von oben fotografiert habe. Der Vorteil des von unten fotografieren ist natürlich, dass man dem Betrachter einen ganz anderen Blick ermöglicht. Ich will das mal erklären. Wenn Sie sich mal alte Fotobücher ansehen von, ich sag, 10 Jahren, vielleicht haben Sie da noch gar nicht fotografiert oder keine Ahnung, ist ja auch unterschiedlich, hören ja auch Leute zu, die berufsmäßig unterwegs sind. Aber auch denen ist es ja, die sind ja auch irgendwann mal angefangen und haben vielleicht in der Kindheit fotografiert. Und wenn man sich dann mal Bilder ansieht und man hat mit seiner Hobbykamera, früher gab es eine Ritschratsch zu meinen Zeiten von Agfa oder so, war ganz angesagt. So, und man hat ja eigentlich immer fotografiert so auf Augenhöhe. Ist egal, ob das die Eltern waren oder die Freundin oder wie auch immer, man hat sich hingestellt, hat ein Foto gemacht und so weiter. Das gleiche hat man natürlich auch bei Landschaften gemacht, etc. pp. Und wenn man sich jetzt mal diese Fotobücher ansieht, dann merkt man eigentlich, dass man am Anfang noch ein bisschen ruhiger guckt und dann wird es immer schneller. Und das liegt einfach daran, weil selbst wenn der Wald auf einem Kontinent war, er immer gleich aussieht. So, man wird immer schneller, 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 weil es einfach langweilig ist, weil wir nicht genau jeden Tag genauso durch die Gegend gehen und genauso auf Augenhöhe sind. Wenn wir ein Haus sehen, das so fotografiert worden ist, dann sagt man, klar, das ist das Haus. Hätte man jetzt die Perspektive gewählt, einen Bildwinkel in eine andere Höhe, würde das Haus schon viel spannender aussehen und wir würden vielleicht nicht mal zu dem Schluss kommen, Mensch, das kenne ich ja, sondern da steht das ja. Ja. Also auch hier immer mal ein bisschen kreativer sein, ja, und das auch ein bisschen ausprobieren und immer den Menschen, den man fotografiert,
meines Erachtens vernünftig aussehen zu lassen. Es sei denn, es ist einfach eine ganz kreative Arbeit, wenn man das einfach mal will, aber ich finde es schon hoch anständig, wenn man die Menschen angemessen darstellt. Gut. Ja. Hier sind wir dann in dem Innenbereich. Sehr schön schmuddelig dort, sehr staubig und nicht so angenehm, muss ich dazu sagen, alles wieder sauber zu machen. Wie schön, dass man Assistenten hat. Nein, macht man dann natürlich zu sagen, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich wirklich sehr, sehr angenehm, wenn feiner Staub dort rumfliegt. Das ist, glaube ich, für kein dort angenehm. Ja, und hier sieht man eigentlich auch wirklich, was ich schon gesagt habe. Man hat oftmals nicht genug Platz. Und das ist eigentlich auch die ganz, ganz große Herausforderung, wenn man irgendwo in der Fremde ist, on location, dass man sich das nicht so hinsetzen kann, wie man es sich wirklich wünscht. Und man geht da, oftmals muss man Kompromisse eingehen. Aber man muss auch Alternativen finden. Also ich habe für solche Sachen grundsätzlich immer eine Riesenrolle Panzertape dabei. Also ich habe ein Cuttermesser natürlich, warum natürlich, damit man das alles mehr schnell lösen kann. Also ich habe schon selbst Stative an geschmiedeten Eisentoren festgeklebt, ja, damit ich die Lichtperspektive so bekomme, wie ich mir das zumindest ansatzweise vorgestellt habe. Oder es ist einfach spannende Sachen, man ist ja wirklich immer wieder überrascht. So, wenn man dann die Höhe braucht, die man vorher nicht erahnt hatte, dann ist es gut, wenn man irgendwo etwas irgendwie zumindest befestigen kann und es nicht wegrutschen kann. Oder es wirklich gut daran haftet. Also so Panzertape ist schon wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, hier sieht man eigentlich auch das, was ich eingangs gesagt habe, in dem Bereich von dem Bottom. Man sieht, es wird von der Seite angeblitzt, angeleuchtet, aber man hat so einen kleinen Abfall auf der linken Seite. Aber so immer noch, dass wirklich alles toll zu sehen ist. Ja, dieses schöne Gesicht. Und das ist dieser Vorteil dieser Softbox. Ja. Also so ein Licht gibt es natürlich nicht nur von diesem Hersteller, sondern gibt es natürlich von ganz vielen anderen auch. Zum Teil sogar noch spannendere, muss man dazu sagen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt dieses zur Verfügung und muss sagen, immer wieder begeistert. Ja. Gut. Ja, auch hier ein Licht, völlig ausreichend für mich in diesem Fall, für das Hauptmotiv und im Sekundärbereich. Da ist so eine Durchfahrt sozusagen, so eine Beladedurchfahrt würde ich mal sagen, wo Licht reinströmt zum Teil, von wenig und habe hier dann auch nochmal ein sogenanntes Akzentlicht gesetzt, wo ich einfach mehr in der Tiefe das Bild reinbekomme. Wie das aussieht, sehen wir hier. Ja. Vorteil hier wirklich, muss man sagen, hier hat ein Sekundärlicht wirklich ausgereicht, um diesen hinteren Bereich im oberen rechten, linken Bereich auszuleuchten und da diese Tiefe und diese Spannung reinzubekommen, weil die Sonne oder dieser Verschlag da im unteren Bereich dann durch die Sonne auch nochmal Tiefe bekommt, also dass es keine schwarze Wand ist. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, dass es so offen gewesen wäre, sondern wirklich geschlossen, dann hätte ich da mit Sicherheit noch ein drittes Licht gesetzt. Das wäre mir zu dunkel geworden. Das gleiche gilt auf der rechten Seite, da geht ja so ein kleiner Gang durch und der Vorteil hier war einfach, dass dort so eine Art silberner Schacht war, der das Licht des Hauptlichtes ein wenig aufgenommen hat und dass da so die eine oder andere Lücke war, wo Licht durchgeschlagen ist. Ja. Sonst hätte ich hier sogar noch ein viertes Licht gesetzt, um die Tiefe noch wieder zu halten, aber dadurch, dass sich das dort so ergeben hat, war das nicht notwendig, was natürlich dann auch Zeit spart. Ganz normal mit seinen zwei Lichtern weiterarbeiten kann.
vorbereitet muss man immer sein, das sagte ich ja. Ich hatte das gehofft, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle, habe natürlich dann aber auch immer noch einen dritten oder vierten Blitzkopf dabei, um diese Sachen dann auszugleichen, wenn ich dann doch nicht zufrieden bin. Ne? Also Kompromisse sollte man tunlichst nicht eingehen. Das rächt sich immer. Und ich denke, das hassen wir alle, wenn wir dann die Bilder betrachten und hättest du doch und wäre doch. Und das war ja nun wirklich nicht so schlimm, das noch mitzunehmen, aber man hat es dann nicht getan. So. Und das ist einfach schade, weil man dann das Bild sieht, man sieht das Model, es ist natürlich dann auch eine Superpose da, eigentlich möchte ich das in die Fotostrecke mit reinnehmen. Und man leidet als Fotograf, ich sag mal, wie so ein Hund. Ja, also mir geht es zumindest so. Mich macht das dann ganz fuchsig. Also das lasse ich einfach gar nicht erst zu. Ja, ich sagte, ich möchte darauf eingehen, und weil es mir auch sehr wichtig ist, das Farbmanagement, das beginnt nicht irgendwo am Monitor oder in der Bildbearbeitung. Das beginnt tatsächlich bei der Fotografie. Ja, so, hier gibt es den Color Checker Passport. Und ich habe auch wie immer bei jedem Shooting den Color Checker Passport dabei. Das ist so ein ganz kleines Ding. Wahnsinnig robust, das kriegt man hinten in die Hosentasche gesteckt. Überhaupt kein Ding, oder in die Hemdtasche. Keine Ahnung. Also es hat, glaube ich, auch so eine Lasche, man kann das irgendwie festmachen. Keine Sache. Es ist aber sowas von zeitsparend, sowas von einfach. Denn wenn Sie so eine Location haben, wie ich sie Ihnen eben gerade gezeigt habe, innen, außen, Mischlicht, innen und außen, dann haben Sie grundsätzlich ein Problem, weil das Licht die Farben dermaßen verändert, dass es nicht gleich wirkt. Ja, es wird komplett unharmonisch. Und das ist natürlich, was ein Fotograf eigentlich ungern hat. Also ich kenne keinen, der es mag. Und das eliminiert man. Und es ist auch wirklich keine Arbeit. Ja? Also man hält das Model, man gibt es, drückt den Model in die Hand. Wenn man Stills macht, das gilt natürlich genau das Gleiche. Man stellt es auf den Fototisch. Ja, das kann man so im Winkel einklappen. Oder der Assistent hält es, oder wenn man Landschaftsaufnahmen hat, das ist ja letztendlich genau das gleiche Problem. Dann hält man das selbst mal, weil die Lichtumgebung ja so ist, dass man wirklich es mal vor die Kamera hält, ja, und sich das entsprechende Referenzfoto macht. Ja. Also ich möchte das auch nochmal, warum das so wichtig ist, so zu arbeiten. Also unabhängig mal nachher von der Bildbearbeitung, weil das fließt ja dann ein Stück weit auch dann mit ein. Nehmen wir mal nicht die Modelfotografie. Wenn man so, wie ich jetzt hier an der Ostsee liegt, dann gibt es sehr viele Leute, die hier rumfotografieren und das natürlich auch ganz toll finden, irgendwelche Sonnenuntergänge. Und das ist ja auch schön, ohne Frage. So, wenn man mal in den Abendstunden einen Sonnenuntergang am Meer fotografiert, dann kommt es immer immer fast zu dem Ergebnis, dass das Meer lila ist und der Himmel orange. Aber wie? Und wenn man sich dann daran erinnert, wie sah das eigentlich wirklich aus? War das eigentlich klar oder war das mehr so blau? Ja, dann kommt man relativ schnell zum Schluss, es war doch mehr blau. Ne? Ja, so, und das ist ja eigentlich gar nicht das, was man zeigen will. Man fotografiert ja eigentlich ein Stück weit, also wenn man sowas fotografiert, auch nicht nur diese Schönheit, sondern man dokumentiert ja auch. Und man möchte ja auch irgendwas zeigen, wie es wirklich ausgesehen hat. Es ist ja auch fast schon unglaubwürdig, wenn man so ein Foto sagt. Dann sagt man natürlich auch, ja, das war aber so. Ja, das glaube ich aber nicht. Nach der anderen. So, und dann ein Referenzfoto gemacht zu haben mit Color Checkpoint, das eingelesen hat, wie das geht, und einfach geht, sage ich gleich auch nochmal. Dann wirklich die richtigen Farben zu haben, wie es wirklich ausgesehen hat, dann ist das doch gleich viel schöner. Und insbesondere, wenn man dann die Location dort an der See wechselt und ich sag, statt Mittellicht Gegenlicht hat, dann sieht die Farbe schon wieder anders aus. Und man möchte ja einfach die Harmonie haben. Und die ist dann einfach nicht mehr
nehmen wir mal an, diese 4, 5 Bilder, man fängt mit dem einen Bild an und ich behaupte, Sie kriegen es aus der Erinnerung oder Sie kriegen das Bild so ein bisschen hingeschoben, wie es vielleicht ausgesehen hat. Ich sage auch nochmal, nicht wirklich, aber nehmen wir das jetzt einfach mal an. Beim zweiten Bild dauert das schon sehr lange, um das ins erste anzugleichen. Da muss man schon mal richtig friemeln. So, aber dann haben Sie ja noch einen Multiplikator, wenn Sie dann noch ein drittes oder viertes Bild haben, immer mit anderen Lichtsituationen, dann dauert die Angleichung vom ersten und zweiten zum dritten nochmal länger. Und das dritte sieht anders aus als das erste. Und wenn Sie das vierte haben, nochmal anders als das zweite. Und es ist einfach unharmonisch. Und wenn Sie sich dann noch vorstellen, dass das eigentlich wirklich alles bitte sehr gleich aussehen sollte, also zum Beispiel als Fibus oder Graphen, weil es nämlich ein Produkt ist, dann haben Sie ein richtiges Problem. Weil der Kunde sagt zu Ihnen, nee, nee, das mag alles sein, aber es ist nicht unser Produkt. Ja, das ist nicht unsere Verpackung und das ist auch nicht unsere Bluse und das ist schon mal gar nichts. So, allein dieser Zeitaufwand, den können Sie kaufmännisch schon mal gar nicht rechtfertigen und die mindere Qualität vor Ihrem Kunden schon mal gar nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Hobbyfotografen. Ja, wenn Sie ein tolles Foto von Ihrer Frau machen mit Ihrem neuen Kleid und die sieht das Foto und sagt, tolles Kleid, was ich da anhabe, wo ist das denn? Ja, so, weil die Farben einfach nicht stimmen, weil die einfach sagen, wieso sieht das so ausgeglichen aus? Ja, das sieht ja aus wie alt. Ne? Und das will man ja auch nicht. Und wenn man Hobbyfotograf ist, dann sagt man, geht man mit sehr viel Liebe rein. Das betrachtet man es natürlich nicht so kaufmännisch. Aber auf jeden Fall ist es ein riesiger Zeitaufwand. Und wenn die Frau heute ansteht oder der Mann und sagt, Mensch Schatzi, wir wollen jetzt los, dann was machst du denn da so lange? Und man ist dann verzweifelt, dann macht alles gar keinen richtigen Spaß mehr. Und wenn ich mir dann überlege, ich ziehe es aus der Hosentasche, mache ein Referenzfoto, wenn ich dann im Büro bin oder zu Hause, je nachdem, was man macht, und lässt es einlesen, dann ist das schon komfortabel. Und das ist wirklich toll. Ich mache das persönlich, es gibt da andere Möglichkeiten, nicht nur die, die ich Ihnen jetzt zeige. Zu den Color Checker Passwort gehört natürlich auch eine Software, wo man mit die Profile mit einlesen, die Kameraprofile. Aber es geht natürlich auch über Kamera Raw oder so wie hier über Lightroom. Ja, hier sieht man natürlich prompt das falsche Bild. Gut, soll uns nicht weiter stören. Natürlich nimmt man dann dieses Referenzfoto. Kurzer Ablauf, ich arbeite immer mit dem Lightroom. Gehe dann mit Vorgabe exportieren, klicke darauf, klicke Color Checker Passport, dann poppt da was auf. Das heißt, geben Sie den Kameraprofilnamen, sagt okay und dann laufen praktisch, läuft das durch und man hat das Kameraprofil schon vollautomatisch. Das war es schon im Großen und Ganzen. Hier sieht man das nochmal deutlicher. Gut, und dann findet man eben auf der rechten Seite, sehen Sie hier, Kamerakalibrierung, klickt in das Profil, ja, X-Wide steht hier in diesem Fall, ordnet es dem einzelnen Bild zu, dann muss man, ist natürlich dieses Bild oder dieses Kameraprofil nur ein Bild zugeordnet. So, und damit dann alle 2, 3, 4 oder 500 Bilder oder wie viel man dann eben auch gemacht hat, nimmt man einfach das Bild und sagt synchronisieren auf alle anderen Bilder. Das kennen Sie sicherlich aus Lightroom. Ja, da kann man ganz viele Sachen einstellen, die synchronisiert werden wollen. Und in diesem Fall natürlich das Kameraprofil. Und dann werden, ich sage jetzt mal Sekunden oder Minuten, kommt natürlich auf den Rechner an, ein paar hundert Bilder mit dem Kameraprofil belegt, mit der Kamera bei dem Rio belegt. Also wirklich sozusagen easy living, das macht man gleich am Anfang, dann bestimmt alles, dann braucht man sich gar keine Gedanken mehr machen. So, und das macht man natürlich, muss man da nochmal einen ganz kleinen Tick aufmachen, das macht man natürlich nur dort, wo für die das, dieses Referenz Foto geht, hat man eine andere Location oder einen anderen Ort dieser Location, so wie hier, dann muss man natürlich für diese Bilder das andere Kameraprofil, gibt den halt natürlich einen anderen Namen, X-Rite 1, X-Rite 2, X-Rite, keine Ahnung, also das liegt natürlich jedem selbst, wie er das nennt, und ordnet dem dementsprechend, wie eben beschrieben, den ganzen Bildern zu. Dann haben Sie wirklich schon mal einen sehr
Management vorgelegt. Ist natürlich nicht alles. Bevor ich jetzt zur Bildbearbeitung komme, möchte ich nochmal zur Bildbearbeitung dieser der Fotostrecke, wie ich das gemacht habe, muss ich nochmal auf den Monitor eingehen. Es ist immer gut, einen Monitor zu haben, der einen sehr großen Farbraum, wie zum Beispiel Adobe RGB, darstellen kann. Ne? Also umso mehr der darstellen kann, umso genauer sind natürlich ein Stück weit die Farben. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich nicht ausreichend. Ja? Also wenn Ihr Monitor nicht kalibriert ist, dann ist es wie ein Blindflug, möchte ich jetzt mal sagen, durch Ihre Bilder. Egal, ob da jetzt ein Kameraprofil schon drauf liegt oder nicht. Es ist einfach ein Blindflug. Im Grunde wissen Sie, wenn der Monitor nicht kalibriert ist, wissen Sie eigentlich gar nicht, was Sie tun. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, sage ich jetzt einfach mal, aber es ist tatsächlich so. Also man kann sich das eigentlich ganz einfach vorstellen. Man fotografiert was, man guckt kurz mal aufs Display, sagt, okay, das sieht ja ganz gut aus, sehen wir ja später auch in groß, aber im Großen und Ganzen scheint das ja zu passen. Ja, vielleicht ist es ein bisschen unterbelichtet oder über oder wie auch immer, aber ich kann es ja nochmal in Kamera oder ein bisschen runterdrehen oder ich kann mir das mal ziehen, ja, wie auch immer. Das wäre jetzt so der normale Gang, aber was passiert eigentlich, wenn der Monitor nicht richtig kalibriert ist, wenn der einfach gar nicht kalibriert ist? Dann ist es unter Umständen so, dass Sie die Bilder einladen und vielleicht alle einen Tick zu dunkel sind, zumindest auf dem Monitor. Aber das ist ja vielleicht gar nicht die Wahrheit, weil auf der Kamera war ja zum Beispiel alles in Ordnung. So, aber wen trauen Sie denn jetzt mehr, der Kamera oder dem Monitor oder wie auch immer? Was ist denn jetzt eigentlich richtig? So, wissen Sie mich gar nicht. So, und dann kommt man vielleicht zu dem Erkenntnis, ich traue mal dem Monitor. Und dann nehme ich alle Bilder, die ich auf dem Monitor zu dunkel sehe, schiebe einfach mal die Belichtung höher. Jetzt sind die Bilder aber in Ordnung gewesen. Was ist denn dann passiert? Dann sind alle Bilder viel zu hell. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Farben. Auf der Kamera sieht alles relativ clean aus, so wie Sie es mir quasi vorstellen schon mal. Und auf dem Monitor sieht es halt ein bisschen fade aus, schreiben Sie einfach so. Das ist einfach so. Und sagen, na gut, dann müssen wir da wohl nochmal nachschieben. Und Sie hauen dann einfach knall auf den Fall die Sättigung hoch und ja, Sie manipulieren das Foto in eine Richtung, was hätte nicht nötig sein müssen. Da kann man wirklich ganz einfach entgegenwirken. Da gibt es Kalibrierungsgeräte hier. In diesem Fall sehen Sie hier den Color Monkey Display. Sehr, sehr einfach zu bedienen. Tolles Ergebnis auch. Und nicht kompliziert. Ich finde, nicht kompliziert ist immer die beste Aussage. Man steckt das ein, man wird durch die Software geführt. Wie in einem Blindflug, eine Tasse Kaffee trinken, kommt wieder der Monitor kalibriert. Mehr geht gar nicht. So, und hat dann wirklich ein gutes Ergebnis. Und auch hier muss man natürlich sagen, das reicht auch nicht. Auch hier werden Farben am Monitor, obwohl er richtig schon mal kalibriert ist, richtig dargestellt. Aber Sie haben natürlich auch unterschiedliche Lichtsituationen im Raum. Ne? Umso heller, umso dunkler und so weiter, werden Farben ja auch an dem Monitor umständlich anders dargestellt. Und hier ist das natürlich dann ganz wichtig, dass man auch das Umgebungslicht messen kann. Und das können Sie auch mit diesem Gerät und dann sind Sie wirklich auf der ganz sicheren Seite. Wenn man nicht selber druckt, ist das wirklich das ganz, ganz tolles Gerät. Ja, ob das nun iOne ist oder dieser Color Monkey Display, erstklassig, einfach zu bedienen. Wenn man aber selber druckt, dann sollte man vielleicht zu einem anderen Gerät greifen, weil so ein Farbmanagement ist eben übergreifend. Das heißt auch, wenn ich irgendwas drucke, muss eigentlich im weitesten Sinne auch der Drucker kalibriert werden. Anders gesagt, es werden Profile angelegt für den Drucker. Wie geschieht denn sowas? Also man muss dazu wissen, der Drucker druckt erstmal einfach so, wie er will. Und das ist nicht immer das, was man wirklich am Monitor sieht. Das ist schade. Hinzu kommt, dass
Papier und deswegen sieht man das ja auch. Ich sage jetzt mal, es gibt Hahnemühle und es gibt dann Fuji und es gibt ganz Menge Hersteller und jeder hat da seine eine Produktlinie und alle Papiere sind eben auch anders. Die einen haben einfach mehr Struktur, damit das Licht wieder anders absorbiert von den Farben. Dadurch sehen die Farben wieder anders aus. Die anderen sind einfach Rotglanz und die anderen haben dann wegen Weißmacher drin und ich weiß nicht was alles. Und deswegen ist es, wenn man wirklich selber drucken will, eigentlich unerlässlich, dass man sich für jedes einzelne Papier, hört sich anstrengend an, aber man macht es ja dann auch aus Liebe zu der Fotografie und für das Ergebnis. Man muss im Grunde für jedes Papier ein eigenes Profil erstellen. Hat aber dann wirklich, wirklich erstklassiges Ergebnis, das einem auch das wieder zeigt, was man geleistet hat. Denn man hat ja wahnsinnig viel Energie in dieses in die Fotografie geschickt. Das ist egal, ob ich das dann selber drucke oder ob ich es dann zum Ausbelichter schicke. Auch wenn ich zum Ausbelichter schicke und es sieht auf meinem Monitor aus, gut aus und es ist eben nicht kalibriert. Mensch, was für Ärgernis ist, wenn ich da für 50 Euro ein Foto auf die Bund machen lasse und es kommt dann zurück vor dem Geburtstag und es sieht wirklich einfach nur noch schlecht aus. Ja, so, von daher muss man dieses Farbmanagement wirklich von Anfang bis Ende gehen. Wenn man seine Arbeit oder sein Hobby, seine Liebe sozusagen, wenn man das liebt, ja, dann geht man da auch keinen Kompromiss an. Und hier ist, wie gesagt, die Alternative zu dem Display, weil hier können Sie dann auch Ihren Drucker kalibrieren. Gut, kommen wir mal zur Bildbearbeitung. Ich persönlich liebe es eigentlich, dass die Fotografie ein Stück weit bleibt. Sie bleibt. Und zwar, es soll einfach zu sehen sein, dass es Fotografie ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso ist ja mit dem Computer bearbeitet? Ja, natürlich. Aber glauben Sie nicht, dass man das früher nicht gemacht hat. Muss noch zu analogen Zeiten, ja, da hat man irgendwas doppelt belichtet, da hat man im Fotolabor gewisse Sachen abgewedelt. Es gibt sogar Werbung, wenn man so Retusche an Retusche denkt. Viele bei Photoshop an Retusche, an Manipulationen, wenn man denkt, das ist eine Geschichte aus der Neuzeit, dann ist das einfach falsch. Ja, das gab auch in den 50er Jahren, wo dann vielleicht schon mal aus Kostengründen oder weil das einfach hätte besser ausgesehen in der Zigarettenwerbung, da wurde dem Model kurzerhand eine Zigarette ins Foto rein retuschiert. Ja. Und das hat man eben auch analog gemacht, da gab das ja noch gar keine Rechner. Das ist keine Sache, die es erst seit den 90er gibt oder zu hören. Ja, das gab es eigentlich schon immer und es wurde immer viel experimentiert und es wurde auch sehr viel mit Filmen gemacht. Es sind mit Diafilme abgelaufen etc. Kein Mensch wusste, was dabei rauskommt. So, es wurde immer sehr kreativ gearbeitet. So, und Photoshop und wie sie alle heißen, ermöglichen im Grunde oder das ist einfach nur die Weiterentwicklung des analogen Labors in die Neuzeit. In die Neuzeit der Fotografie. Ja, das ist transportiert. So, und ich verteidige das immer, weil man hört manchmal nie, und das ist ja alles nicht gut und das ist ja alles nicht schlecht. Und, ich sage jetzt einfach immer mal so ein Stück weit, ist das einfach nur, ja, es ist natürlich nicht einfach, sich da reinzuarbeiten und dann nimmt man es vielleicht eher in Kauf, es nicht zu tun und sagt dann, um seinen Standpunkt einfach zu festigen, zu sagen, Mensch, das geht ja gar nicht. Wir oder ich bin nicht so, ich finde das toll, aber ich möchte auch immer noch erkennen, dass es eine Fotografie ist. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Ja, ich weiß, es gibt Kollegen, die machen, also wirklich, also höchsten Respekt davor lassen. Also die malen Bilder, das ist wie so, das ist eigentlich fast schon nur eine Vorlage, die Fotografie. Und dann wird das so dermaßen bemalt, und die Kollegen verzeihen mir jetzt den Ausdruck, aber es ist nicht negativ. Aber es ist eine ganz tolle Arbeit, aber und ich gucke mir das auch gerne an, aber es ist nicht meins. Mir fehlt da auch schlichtweg einfach das Talent, gebe ich ganz offen zu. So, und ich wüsste auch nicht, ob es mir Spaß macht, weil mir macht einfach die Fotografie wahnsinnig viel Spaß. Gut, kommen wir zur Bildbearbeitung. Laden das dann in unsere
Bildbearbeitungssoftware. In meinem Fall ist das hier Photoshop. Ja, ich habe das jetzt nochmal nachvollzogen, wie ich das damals gemacht habe. Damals wusste ich nicht, dass daraus ein Webinar wird. Und hab, wenn man das jetzt nochmal passiert, in diesem Fall sieht man schon, dass das, das zweite Bild jetzt auf der rechten Seite ist im Original, also dass ich damals gemacht habe, ist es auf der linken Seite. Dazu nochmal einen kleinen Trick. Also ich persönlich bin jetzt ein kleiner, ich weiß es auch nicht, ich verbummel irgendwie alles oder ich weiß immer nicht, wo ich irgendwas hinlege. Und ich schreibe mir natürlich immer auf, zu jedem Shooting, wie ich fotografiert habe und wie die Bildbearbeitung war. Und das wird dann, wurde früher, habe ich das dann, ich habe das dann so abgeheftet und dann habe ich das irgendwann mal so einen Ordner voll in den Keller und man findet es dann nicht wieder, wenn man es braucht. Kunde ruft an, finden wir ganz toll, können Sie uns das nochmal machen. So, wenn man es nicht findet oder sich nicht aufgeschrieben hat, man immer ein großes Problem. Ich bin jetzt schon seit langem dazu übergegangen, mir meine Bearbeitungsschritte, wie irgendwas fotografiert, wie ich irgendwas fotografiert habe, in die EXIF-Daten zu schreiben. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Schauen Sie sich das mal an, gucken Sie mal die EXIF-Daten. Da gibt es massenweise Felder, in denen Sie was reinschreiben. Da können Sie also wirklich genau hinschreiben, den und den Filter habe ich benutzt, da habe ich das Finish draufgesetzt, was habe ich noch gemacht, die und die Beauty-Retouche etc. pp. So, und da habe ich eine Zusatzsoftware genommen, da war das da und dann habe ich da die Einstellung 80% gewählt. Das können Sie sich da alles reinschreiben und das Tolle ist, wenn Sie dann jemand anruft oder Sie wollen das wirklich nochmal machen, ja, dann können Sie sagen, Moment, ich gucke mir das Bild mal an, klicken es an, Access-Daten, sage, ja, kann ich machen, geht in Ordnung. Ja, weil Sie sofort vorliegen haben. Es ist immer ein Bild, egal wo Sie auf dieses Bild aufrufen, Sie haben es in einem Bild drin. Erspart unheimlich viel Zeit und auch Nerven. Gut, zu dieser einfachen Bildbearbeitung. Bild einladen, dann sehen Sie im unteren Ebene. Sie duplizieren praktisch das Bild, legen eine zweite Ebene damit an. Im weiteren Schritt setzen Sie auf die Ebene 1, ich habe sie jetzt einfach mal so genannt, einfach den Filter Bewegungsunschärfe drauf. Was man da denn im Einzelnen, was man da dann im Einzelnen ansetzt, also bei mir sieht man das jetzt hier ganz deutlich, Winkel 34, Abstand 90, das ist jetzt erstmal nicht relevant, weil das probiert man einfach aus, weil jedes Bild ist ja auch unterschiedlich. Ja, man kann ja nicht sagen, also das passt immer, das wäre ja auch Quatsch. Ja, so, also da kann ich jetzt keinen Hinweis drauf geben, aber das ist auch gar kein Problem, das spielt man sich ein Stück weit zurecht. Dann sagt man, okay, und jetzt fängt man an, das Bild wieder zu gestalten. Das heißt, man nimmt das Bild und verschiebt es. Ne? Sie haben hier eine Anzahl von Werkzeugen. Oben haben Sie das Werkzeug, das wo Sie das Bild mit verschieben können, also diese Ebenen. Das sieht man hier ja auch ganz deutlich, dass hier dann so ein Luftraum besteht. Ja? Und dann setzen Sie erstmal das Bild so hin, wie Sie sich das vorstellen. Sie können da auch schon mal die Deckkraft verringern, dann sehen Sie es deutlich besser. Ja, erstmal nur spielen mit der Deckkraft. Und dann schieben Sie praktisch diesen Kern jetzt einfach Schatten, diesen Schatten dorthin, wo er einfach gut aussieht, wo es gestalterisch klasse ist, wo es ja, hervorragend hinpasst. Wir haben natürlich noch ein Problem. Wir haben das Bild verschoben, dann haben wir so einen Streifen, der ist scharf und der andere ist komplett oder teilweise dann sehr unscharf. Und das muss natürlich jetzt noch gestaltet werden. Dazu legt man einfach eine Maske an, wählt in diesem Fall dann den schwarzen Pinsel und der kann auch erstmal größer sein, weil Sie erstmal die groben Sachen draus malen. Ja. Sie nehmen also mit dem Pinsel, während Sie malen Sie praktisch einfach diese Unschärfe, wo sie nicht sein soll, raus. Das ist ganz einfach. Ja. Einfach drüber malen und schon ist die Unschärfe weg. Sie können dann aber da auch schon mal noch mal ein Stück weit spielen und sagen, die Deckkraft des Pinsels ist vielleicht nicht ganz so groß, ich kann mich ja daran tasten, ja, dass ich zweimal drüber gehe oder dreimal. Das kommt aber auch aufs Bild drauf an, wie ich das machen möchte. Und dann nehmen Sie kleinere Pinsel und tasten sich zum Beispiel ran, setzen hier Akzente, da bleibt scharf, im Hintergrund da unscharf, wie auch immer. Und das war es im Grunde schon. Das ist also keine Zauberei.
und sehr, sehr einfach nachzumachen. Ja, machen Sie es, probieren Sie es aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie da zu einem tollen Ergebnis kommen, was Sie dann vielleicht irgendwann mal sehen. Ja, kommen wir mal sozusagen zu dem Finish. Also ist im Moment ja teilweise schon sehr angesagt. Vielleicht ist es auch schon wieder out. Also will ich mich jetzt nicht drüber streiten oder so. Aber es ist ja so, dass sehr häufig nochmal so ein Farbfinish rübergelegt wird. Ich mache das auch leiden. Also ich finde, das kann auch sehr spannend sein. Da gibt es ganz tolle Software, die auch teilweise alte Filme, also analoge Filme, nochmal nachbildet. Und das machen die ja mittlerweile sehr gut. Ja. So, und oder alte Techniken, wie das schon abgelaufenen Filmen und so weiter, das wird dann so nachgeahmt. Finde ich sehr spannend, dort auch Bilder zu gestalten. Bei mir ist es immer abhängig davon, ob der Kunde das mag oder nicht mag oder was für Ziele er verfolgt. Wenn man das hobbymäßig betreibt, dann ist man natürlich niemandem Rechenschaft schuldig und kann dementsprechend deutlich mehr ausprobieren und vielleicht dann auch ein Stück weit kreativer sein. Es ist wirklich sehr einfach. Ich habe das hier mal gemacht. Grundlage, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch wenn ich mich da so wiederhole, kein Foto sollte bearbeitet werden, wenn es nicht gut ist. Also das ist für mich persönlich das Schlimmste und zeitraubendste, was es gibt. Man liest das dann mal, bin ja auch immer neugierig, was andere Fotografen machen. Ich finde es auch mal ganz toll, mal Hobbyfotografen zu sehen, was die so zeigen, weil die haben natürlich unheimlich viel Zeit auch, sich in sowas reinzuversetzen und zu machen, die vielleicht als kaufmännischer Fotograf, so nenne ich das immer, nicht da ist. Ja, da muss man immer ein bisschen auf die Zeit achten. So, und dann muss das alles vorher schon mal ein bisschen geplant sein. So, und wichtig ist es halt, dass man wirklich eine gute Basis hat. Ne? Also in der Regel ist es natürlich schon die Schärfe. Und wenn die nicht da ist, es sei denn, sie ist gewollt, dann ist das schlecht. Man liest dann manchmal, dein Bild ist unscharf, woraufhin der Nächste dann schreibt, das Kunst. Ich behaupte, es ist schlichtweg Müll. Aber das ist eben meine persönliche Meinung. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und arbeiten Sie nicht mit schlechten Bildern, suchen Sie sich die besten Bilder aus, die Sie haben. Und wenn Sie da zu dem Ergebnis kommen, dass das nicht ausreichend ist, dann haben Sie den Rückgrat und sagen, dann mache ich es halt normal. Ja, aber die Hauptsache ein tolles Ergebnis. So, und wenn man dann wirklich ein tolles Ergebnis hat, dann kann man das auch machen. Auf der rechten Seite sehen Sie Schwarz-Weiß-Umwandlung, das ist der Kodak T-Max 400, glaube ich, eine ganz tolle Körnung, also so eine Nachbildung, die da so gab, da und gab, gibt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, von Nick-Filter. So eine Schwarz-Weiß-Umwandlung, wie wir wirklich alle möglichen Filme nachgebildet haben. So, und auch hier sieht man natürlich, gerade bei der Schwarz-Weiß-Umwandlung, wie wichtig es ist, wirklich von Anfang bis Ende vernünftig durchzuarbeiten. Nehmen wir mal an, es wäre nicht das richtige Licht gewesen und ich hätte das nicht richtig gesetzt und ich hätte da nicht im Vorwege drauf geachtet, dann würde man in Höhe des Schirms etwas sehen, was komplett abgesoffen wäre, was dem Bild sicherlich abträglich gewesen wäre. Und das wäre dann wiederum nicht meins gewesen. Also in der Planung immer ein Stück weit darauf achten, dass es von Anfang an stimmt. Klar, Kompromisse muss man immer eingehen, insbesondere von Location, aber vieles kann man auch ausklammern. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, meine Ausführungen haben Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Würde mich jedenfalls freuen. So, was ist noch zu sagen? Vielen Dank erstmal an Adam für die technische Begleitung aus Birmingham und Ihnen, ja, liebe Zuhörer, wünsche ich natürlich einen schönen Valentinstag und ein sonniges Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bye bye.